Willkommen zu einer neuen Folge Phoenix. Wir haben letzte Folge Tops eine kleine Falle gestellt. Und ich meine, guckt uns an. Oh mein Gott, wir sehen so cool aus. Mit unserer Drachenrüstung. Und wow, ich meine, der obere Teil sieht halt anders aus als der untere Teil, weil wir zwei verschiedenfarbige Drachen getötet haben. Das ist ärgerlich. Lässt sich aber jetzt nicht ändern. Vielleicht finden wir noch einen, dann können wir den noch töten. Dann können wir noch mehr Drachenrüstung machen, die vielleicht besser modisch zu unserem Stil passt. Aber bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Glas, okay? Und ich habe gehört, man muss Glas im Inventar haben, um diese Architektenquest zu machen. Ich habe das ganze Glas irgendwo hingebaut und dann war ich voll frustriert, warum ich die nicht claimen konnte. Jetzt geht es, wir sind weitergekommen mit Quests. Zombies töten ist unsere heutige Mission, okay? Wir wollen Zombies töten. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich dran bin, so einen kleinen Bahnhof zu bauen, ja? Spoiler. Und, ja, ich habe, als ich durch so eine Mine gebaut habe, zufälligerweise einen Spawner gefunden. Ich glaube, es war ein Zombie-Spawner, ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt einfach sagen, wir können mal nachgucken gehen und fahren direkt los. Und zwar wäre das halt die beste Möglichkeit, meines Wissens nach, irgendwie Zombies schnell tot zu kriegen. Und ich meine, dann wird es wahrscheinlich eine Folge, in der wir viel metzeln. Vielleicht finden wir unterwegs auch noch was anderes Cooles. Ich mache mich einfach mal auf Abenteuer und mal gucken, was wir finden. Mal schauen, was wir hier so treiben können. Aber wie gesagt, das wäre ja ganz cool. Und dann seht ihr die ersten Einblicke in, in das neue Schienennetz. Ich meine, hat doch auch was, oder? Falls es euch interessiert. Hier übrigens, wo die Wände ausgehoben sind, da kommt das dann dahinter hin. Aber da ist tatsächlich auch schon ein bisschen was dahinter. Aber ich habe es noch zugebaut. Und, habe nur angedeutet, quasi in welcher Richtung das ist. Damit ich das später weiß, wenn ich wirklich den Durchbruch machen will. Aber noch ist es nicht durch. Okay, hier ist die besagte Höhle. Was ihr da oben seht, ist so eine Art Durchgang. Ich fahre nämlich... Oh, da ist schon ein Zombie. Hallöchen, mein werter Gefährte. Da fährt man nämlich durch die Höhle. Ich dachte, das ist irgendwie cool, wenn man durch so eine coole Höhle fährt. Mit, hallo, großer Golem. Wie geht das hier? Erinnert ihr euch noch an die ersten Folgen, wo wir gegen so eingekämpft haben? Und das war so, oh mein Gott, was für eine Challenge. Der ist so richtig stark und holy. Und mittlerweile haben wir einfach so gute Sachen. Und sind so erfahrene Spieler. Aha. Hallo, Spawner. Sogar ein Zombie-Spawner. Manchmal ist man glücklich. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Noch mehr Regenbogen-Saplings. Tschüss, Spinne. Gunpowder ohne Ende. Ihr wisst, was das heißt, oder? Ihr wisst, was das heißt. Ich habe gehört, hier wird bald jemandem eine Falle gestellt. Mal gucken, ob ich das diese Folge mache. Wenn nicht, dann ist jetzt hier oben eine Abstimmung, an wen die nächste Falle gehen soll. Ich finde das ganz lustig, wenn ihr mitentscheiden könnt. Und keine Sorge, ich weiß, aus Gunpowder können wir TNT machen. Aber ich jage niemandes Haus in die Luft, okay? Das ist nicht meine Absicht. Aber wir können ja trotzdem gucken, ob wir was Lustiges damit anstellen können, okay? Ich erkunde hier erstmal noch ein bisschen, weil, ich meine, wir können ja immer noch später zum Spawner zurückgehen, aber ich glaube, es wäre eine halbwegs langweilige Folge, wenn wir die ganze Zeit nur da sitzen und am Spawner. Was ist das für ein Pferd? Warte, das ist ein schwarzes Pferd? Oh, hier wäre noch ein Pegasus gewesen. Die sind ja überall. Nee, das ist ein Riesenpferd. Was ist das für ein Monstrum? Kommt mir das nur so groß vor, oder ist das wirklich so groß? Das Pegasus ist kleiner. Oder? Hä? Was? Wieso bist du denn so riesig? Warte, der hat sogar einen Sattel auf. Können wir den zähmen? Den Gefährten? Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Luft nach oben. So, das ist jetzt unserer, okay? Magisches Pferd. Wir haben jetzt ein magisches Pferd, was sich nicht bewegen kann, weil es zu groß ist in dieser Höhle. Und die ganze Zeit anstößt mit seinem Kopf. Deswegen bauen wir jetzt hier ein bisschen Stein ab. Das Pegasus brauchen wir nicht. Wir haben schon eins gefunden letzte Folge. Falls ihr letzte Folge nicht gesehen habt, ist sie hier oben eingeblendet. Guckt die euch unbedingt an. Und okay, dieses magische Pferd ist jetzt halt erstmal da, ne? Das ist zwar schön und gut. Ich will jetzt nicht, dass das ausbricht. Deswegen baue ich jetzt hier wieder so eine Art Käfiggeschichte. Damit er hier nicht fliehen kann, der kleine Freund. Ich meine, er kann wahrscheinlich hier nicht fliehen, weil er einfach viel zu groß ist und nicht laufen kann. Aber, hä? Habt ihr das schon mal gesehen? Okay, wisst ihr, was es damit auf sich hat? Pferdchen? Wirst du bald unser Pferdchen sein? Ich denke schon.
Ich möchte trotzdem noch ein bisschen weiter erkunden. Das nehmen wir auf jeden Fall nachher mit. Aber ich meine, man kann sich ja trotzdem noch mal umschauen. Dann haben wir schon mal zwei Sachen. Ey! Hat er mich getreten? Oder hat mich ein Skelett angeschossen? Ich glaube, letzteres. Dankeschön für den Smaragd, liebe Höhle. Dankeschön für den Redstone. Und Dankeschön für nichts, weil es schon wieder so dunkel ist. Mann, warte, was ist... Was war das gerade? Irgendwas habe ich gehört. Das ist ein Skelett. Ah, das ist ein Enderman. Hallo, Enderman. Wir haben letztes Mal schon mal versucht, mit einem zu kämpfen. Das war weniger erfolgreich, weil wir den mit einem Bogen abgeschossen haben. Aber diesmal habe ich Wasser. Und diesmal können wir effizient... Oh, da ist noch einer. Okay. Höchst effizient zwei Endermänner auf einmal töten. Tja, mein Freund. Aha, 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 aha. Komm, komm, trau dich. Trau dich, greif mich an. Oder komm. Und Freundchen, willst du auch? Komm, komm her. Na komm, trau dich, trau dich. Too easy. Die machen immer fiese Geräusche. Warum machen die immer so fiese Geräusche? Wir sind ja solche Pros. Just kidding. Gut, dann vielen Dank an alle Leute, die mir den Wassertipp geschrieben haben, schätze ich mal. Ihr habt das möglich gemacht, okay? Ohne euch wäre ich nichts. So, dann lasst uns mal schauen. Was haben wir denn hier? Wir haben nur Enderperlen gekriegt. Ich meine, Endermänner droppen scheinbar nichts anderes. Das ist schade, aber das ist halt so. Aber wir können aus Enderperlen bestimmt was Cooles machen. Ich glaube, den Aufzug, den die beiden Jungs haben, den craftet man aus Enderperlen. Und ich hatte halt bis jetzt noch keine, deswegen konnte ich den noch nicht bauen. Aber vielleicht können wir uns da ja mal... Okay, was genau ist das? Warte! Warte, 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 warte. Ist das, was ich denke, dass es ist? Ist es ein Drachennest? Ist es ein unterirdisches Drachennest? Oh mein Gott! Leute, das könnte unser Moment sein. Das könnte der Moment sein, auf den wir seit 3 Folgen warten. Das ist ein unterirdisches Drachennest. Aber hier ist kein Drache, oder? Warte, wir looten jetzt erstmal Goldnuggets und Manuskripte. Oh mein Gott. Okay. Vielleicht ist er gerade nicht zu Hause, aber es ist gut zu wissen, wo die Dinger sind, okay? Ich habe noch nie eins gesehen. Und was ich jedenfalls gehört habe, ist, dass da Mutterdrachen drin sein können und dann Dracheneier. Und ich meine, vielleicht ist er jetzt nicht zu Hause, aber ich habe schon öfter einen Drachen später bei Drachennestern gefunden. Ich meine, habt ihr auch gesehen. Oh, hier sind auch noch Smaragde. Das ist ja so cool. Warte, was ist das an der Wand? Ich glaube, das ist einfach... Oh mein Gott, ist das groß. Oh mein Gott, ist das riesig. Seht ihr, wie viel Gold wir haben? Wir sind reich. Reich sind wir. Ja! Oh mein Gott, wir haben so viel Gold und wir haben so viel Eisen und wir haben so viele von diesen Runenseiten, dass wir hundertprozentig unser Buch weiter ausbauen können. Das ist super cool. Ich finde es nämlich super interessant, mehr darüber zu lernen, damit wir hier die bestmögliche Ausstattung und alles haben. Da sind auch noch Diamanten in der Kiste. Ah! Was mache ich denn jetzt weg? Spinnendings. Obsidian. Ich glaube, unsere Schalterbox ist in der Wohnung. Toll. Clever, Ronja. Clever. Wie kannst du nur? Okay, aber das ist egal. Wir haben jetzt hier erstmal Emerald. Wir machen das strategisch, okay? Wir gehen jetzt erstmal auf die Erze. Ja, und zwar nicht auf die Golddinger, die hier rumliegen, sondern wirklich auf die Erze. Hier ist nämlich noch Golderz. Und da drüben ist noch mehr Smaragd. Ich will immer Emerald sagen, aber... Deutsch ist es ja Smaragd. Dann haben wir hier Silber und Eisen. Generell Eisen finden wir so viel. Ich bin ja viel in Höhlen unterwegs und ich finde die ganze Zeit Eisen. Ich habe keine Ahnung, was ich damit überhaupt noch machen kann, weil ich will ja keine Eisenrüstung. Was kann man sinnvolle Sachen aus Eisen bauen? Also außer Schienen. Wahrscheinlich ist es gar nicht schlecht, wenn ich das ganze Eisen und das Gold jetzt hier sammle und dann einfach behalte und dann... Sobald ich wirklich den Riesenbahnhof habe. Okay, ich muss jetzt hier weiter ausrangieren. Und dann einfach sage, ja, okay, wir können uns richtig, richtig viele Redstone-Schienen, richtig viele normale Schienen machen und dann wird das alles wunderschön. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen mit Gold dekorieren. Warum nicht? Was sind die blauen? Ich habe die blauen ehrlich gesagt noch nie vorher gesehen. Hallo? Ich glaube, das ist Lapis Lazuli, oder? Cool.
cool, cool, cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, die Pilze können wir wegwerfen und die Kürbissamen. So, dann können wir hier nämlich weiterarbeiten. Ich hoffe, ich habe euch das genug ausgefackelt, damit ihr auch was seht, weil das immer noch extrem dunkel hier drin ist. Aber Jackpot! Mm. Guckt euch das an. Ist das nicht der Traum eines jeden Spielers? Wisst ihr, der Traum eines jeden Spielers wäre, dass da ein Drache tatsächlich drin hockt. Aber das ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, die Dinger wurden halbwegs teuer von den Villagern verkauft. Deswegen will ich den eigentlich mitnehmen, aber ich will auch nichts rauswerfen. Okay, Pilze. Tschüssi, Pilze. Ja. Ich meine, ich bin so lucky. Es ist ja unglaublich, oder? Ich meine, ich habe jetzt die Folgen von den anderen nicht gesehen, weil du ja eigentlich warten willst, falls jemand eine Falle baut, dass du irgendwie später erst die Folgen siehst, damit du nicht, naja, halt weißt, dass die Leute eine Falle gestellt haben. Das ist ja auch blöd. Deswegen, man kriegt das zwar aus Kommentaren und sowas leider manchmal mit und das ist ein bisschen so, okay, aber da kann man halt nichts machen. Aber man will ja trotzdem nicht, okay, das Herzchen hätte ich schon ganz gern. Man will ja trotzdem nicht genau wissen, was die Falle ist, deswegen schaut man die Folgen von den anderen selbstverständlich nicht. Und ich weiß deswegen nicht, ob die anderen schon so eine Drachennestgeschichte gefunden haben. Eigentlich bestimmt, oder? Die scheinen jetzt nicht besonders selten zu sein. Ich meine, das ist meine vierte? Fünfte? Aber so eine große hatte ich halt auch noch nie. Wie viel Gold, denkt ihr, ist das insgesamt? Ich meine, wahrscheinlich passt das nicht alles in unser Inventar. Realistisch betrachtet passt das überhaupt nicht alles in unser Inventar. Ich meine, denk mal nach. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Hallo, Creeper. Der unsichtbar... Okay. Okay, jetzt? Oh, warte. Das ist kein Creeper. Das sind... Was zur Hölle? Warte, warte, warte. Sind das diese Steine? Können wir die mitnehmen? Das ist ja voll cool. Hä? Wie genau hat das funktioniert gerade? Ich will das auch. Ich will das für mein Haus, damit keine Eindringlinge reinkommen. Das ist super witzig. Und damit kann man bestimmt coole Fallen bauen. Wir kriegen heute so viel Fallenmaterial. Hä? Was? Ich meine... Das ist so witzig. Witzig. Das macht voll Spaß. Es ist wie, als wäre das hier unten ein riesiges Trampolin. Ah. Oh mein Gott. Okay, ich wusste nicht, dass es das gibt. Ehrlich nicht. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr das gemerkt an meiner Überraschung, aber das ist ja cool. Hier, Regenbogen-Saplings brauchen wir nicht. Davon haben wir eigentlich genug. Das heißt, da können wir nochmal welche ablegen von. Ich meine, ich will jetzt nicht das ganze Ding hier looten, weil das echt lange dauert. Aber ich will irgendwie schon das ganze Ding hier looten. Ihr wisst ja, was ich meine. Meint ihr, hier ist irgendwann nochmal ein Drachen? Wann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Drachen kommt? Wenn das ganze Ding gelootet ist? Oder wenn das einfach nur so mit dem ganzen Gold noch drinne da ist? Ich meine, ich will schon eine Drachenmutter. Also, schon echt dringend. Das ist schon mein Masterplan, wenn man mal ganz ehrlich sein soll. Von daher weiß ich nicht genau, ob das jetzt einfach dumm von mir wäre, wenn ich mir das ganze Gold hier schnappe. Ich glaube, die Kistensachen sind halbwegs egal, ehrlich gesagt. Aber wenn ich jetzt das ganze Gold schnappe, ist es ja mehr oder weniger ineffizient. Und vielleicht lockt das Gold ja den Drachen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, okay? Ich meine, es macht wahrscheinlich nichts, wenn ich ein bisschen was mitnehme, aber... Ich würd halt noch was da lassen. Ich weiß halt nicht, was die Grenze ist. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht. Ich würde mich jetzt hier aber erstmal hochbauen. Blub, 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 blub. Ihr seht es nicht, aber ich baue mich gerade hoch. Weil ich nämlich hier auch irgendwann raus möchte. Aus diesem... Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Es ist so witzig. Ah... Hallo, Zombie. Willkommen in meiner Drachennesthöhle. Wie geht es dir? Bist jetzt tot, ha? Huh? Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Wird mir stinken. Wir sind bei 8 von 100. Der Fortschritt ist unfassbar. Er ist einfach nur
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie weit die anderen mit der Quest sind. Die brauchen bestimmt auch ewig dafür. Ich meine, 100 Zombies. 100 Zombies. Was? Okay, ich muss unbedingt hier wieder herkommen, weil ich habe nicht genug Platz in meinem Inventar für das ganze Gold. Also, so leid es mir tut. Ey, Skelett. Danke. Ich habe halt leider nicht genug Platz. Ich würde ein bisschen von dem Sprungsteinkram gerne mitnehmen. Ich würde gerne das ganze Gold mitnehmen und es passt halt leider einfach gerade nicht. Vor allem nicht ohne Steigerbox. Was leuchtet denn da grün? Ach nee, das sind nur Pilze. Okay, never mind. Ich bin sehr zufrieden. Ich sage, wir gucken uns nächste Folge weiter um. Das war's nämlich schon. Und dann sagt mal Bescheid, wie wir den Mutterdrachen anlocken, okay? Das ist der Plan. Das war's dann aber auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und bis nächstes Mal. Tschüss!